Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit Euro Truck Simulator 2 und ich habe meine Ladung verloren. Nee, hab ich aufliefert. Alles pünktlich, wie sein sollte. Hier, der Vogel ist müde, der muss erstmal schlafen. Und ich will auch ja jetzt unbedingt noch einen Fahrer einstellen und einen LKW kaufen. So, LKW kaufen. Machen wir mal eben so. Jeder sagt immer, welches abgemacht hat. Bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. LKW-Händler. So, was haben wir denn alles hier? Nee, Tschechien wollen wir nicht. Ich will hier, ne? Iveco. Besuchen ausgewählten Händler. Ach, jetzt geht's doch. Zack. Boah, ging das nicht. Da war ich vielleicht noch ein Level zu tief war oder so, ne? Denke ich mal. Ja, siehst du, da bin ich ja gleich da. Vielleicht hat er gleich einen Schlafplatz für mich, weil der Junge ist ja müde. Ne? Ist nicht so, dass ich nicht müde bin, ne? Ich habe 500.000 Eumels. Jetzt muss ich gucken. 500.000. Fahrerhaus. Was kostet der dann erstmal? Zuzahlen. Wert bei Entzahlungsnahme. Ne. Ich will komplett kaufen. 92.000. Wie viel hat er denn? 310. Drehmoment 1300. 360 PS ist schon ein bisschen mehr. Das ist ein Telefonat. Oha, oha, oha. Bin gleich wieder dorn, ne? Ne, ich ruf gleich an. Das ist mein Brr. So. Ja, das geht jetzt nicht anders, ne? Ich bin sofort Verdor. Sofort. Ne? So, ja, ich weiß, das nervt jetzt. Aber ich kann das nicht wegdrücken, leider. Ich habe ein anderes Telefon gekriegt. So, was haben wir denn? 153.000. Und den finde ich zum Beispiel sehr schick. 360 PS. Lass mich mal überlegen, was haben wir denn generell noch? Wir dürfen ja nicht übertreiben in Geld jetzt, ne? Ne, nee, ich hole den anderen. Der sieht gut aus. Das ist mein Bruder, meine Herren. Nein. So, der sieht gut aus. Ach, ab Level 10. Ach, du heilige Blechschle. Da geht's auch noch los. Ja, ich wundere mich schon. Der ist ab 12, den mache ich auch gar nicht rein. Der ist ab 16. Ah, nee, ne? Die kann ich ja noch gar nicht kaufen. Hab ich ja ganz vergessen, dass das aber auch Level bist. Ach, du dickes Bananenkackerohr. Stimmt, ja. Level 12. Ich kann ja nur einen kaufen. Egal, dann kaufe ich den hier. Den kann ich nicht ab Level 10. Aber der sieht schick aus, ey. Martin, das kommt was auf dich zu. Ab Level 10. Nee, ab Level 12 war der, ne? Level 10, cool. Ja, dann kaufe ich den hier auch eben. Dann habe ich noch einen Iveco. Nützt ja nichts, ey. So, möchtest du selbst fahren? Nein. Nee, 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 nee. So. Was ist das denn hier? Crying now here. Bremen, zack, da ist er. Wählen Sie dann gerade für den Parkplatz aus, dann haben wir ja auch schon. Zack, wählen Sie einen freien Platz aus. Achso, Entschuldigung. Alles klar, in Zahlung gegeben. Dann haben wir den, ne? Möchten Sie wirklich verlassen? Ja, wir haben den ja gekauft, ne? Du Vogel. Jetzt gehen wir mal eben Arbeitsagentur. Mal gucken, was wir da noch haben. Ne, wir nehmen hier einen Bremen. Aus Bremen. Fahrer einstellen. Wen haben wir denn? Flado, Groggy, Leves. Oh, was hat er denn hier? Gefahren gut darf er fahren. Ich kann das nicht so richtig lesen, was da steht. Achso. Gehaltsvorstellung. 78 pro Lieferung. Plus 3 Euro pro Kilometer. Ach du Heiland. Jetzt lass mich mal überlegen. 77 Euro. 78 Euro. 78 Euro. Wie süß. Ah, er sieht hier aus wie... Ja, die Fähigkeit muss ich erstmal alles testen, ne, wie das funktioniert, weil das alles, ne? Was ist das denn? Die 0,8 Kilometer mehr Fahrerbewertung. Ja, dann nehmen wir den. Wollen wir eine Chance geben, ne? Fahrer einstellen. Du kommst auch nach Bremen, mein Freund. Da ist die neue Firma, wo du bist. Da, zack, ne? Der will dir deinen Garagenplatz aus. Da kriegst du dein LKW. Zack. Habe ich ja gerade zugestellt. Aber ich gehe nochmal an eine Garagenmanagerin, weil ist ja wichtig, dass wir das jetzt eben hinkriegen, dass er ein Auto hat. Steht da. Ne? Ruht sich aus. Er nur wieder die faule Socke, ey.
Fahrtenbuch, Standort ändern, entlassen, nein, steht, Iveco, zurückgeschrieben, ah, okay, der Iveco aus dem Hafen zugewiesen, alles klar. LKW hatte alles da, dann geht ja bald los. Ne? Ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Sehr schön. Und was den Heini betrifft. Stehe ich jetzt auch noch da. Ich konnte mogeln, dass ich jetzt weg bin. Ne? Aber nein! Ich kann nicht mogeln. Dann nehmen wir eigentlich nur dieselbe Strecke zurück und wir gehen jetzt nochmal hin und gucken, was für ein Auftragsangebot wir da haben. Ne? Frachtmarkt. So, was haben wir denn hier? Nach Algerien. Nee. Da werde ich entführt. Gabelstapler. Sieht sehr interessant aus. Ne? Ja. Gabelstapler. Von Niederlande. Muss ich den da ganz hin? Nee. Warte ganz kurz. Bestimmung. Ich muss ja von meinem Ort, ne? Versandort. Bestimmungsort. Versandort ist das, glaube ich. Kann ich ja irgendwie noch hier einsortieren. Sortieren nach Versandort. So. Recklinksen. Wo bin ich denn nochmal? Ich bin in Italien dahin. Das ist da. Livorno, da haben wir es ja. Und nach Spanien, das wäre doch was. Da waren wir auch noch nie. Wie viel Kohle kriege ich denn da, ey? 37.000 Bratkartoffeln. Ja. Nach Trangla? Nee. In Spanien, da war ich noch nicht. Das mache ich hier. Milchpulver. Standardlieferung. Wo steht das Gewicht und so alles denn hier? Ich dachte, man kann das Gewicht immer sehen, dass ich weiß, aha, ich kann das auch schleppen oder so. Ist da nicht. Aber egal, den nehmen wir. Sehr schön. Habe ich den jetzt angenommen? Ich habe den auf mein Navi eingestellt, ne? Ich muss mal ein Gas reingeben. So, meine Lieben, jetzt geht das los. Ich bin mal gespannt. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Verstoß gegen die Uhrzeiten, Mann, nur so einmal Masse dreh ich durch. Verdammte Scheiße, da kann ich aber nicht angehen. So. Mal gucken, wo uns hinführt, ne? Ja, ich suchte doch schon Schlafplatz, Junge. Kriegen wir schon hin. Du bist viel zu ungeduldig. Da ist eine Werkstatt, da kann man auch pennen. Meine ich. Eine Runde schlafen, ja. So, dann machen wir klick links. Aber der fährt aber schön, wenn der keinen Anhänger drin hat. Und dann machen wir wieder rechts. Da hab ich aber überlegen, nie. Da hinten ist Werkstatt. Und eine Werkstatt kann man auch pennen, genau. Da legen wir uns doch erstmal eine Stunde hin. Ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, wie oft willst du mir das dann noch einzeigen, Kollege? Du siehst doch, dass ich hier stehe, ey. Wenn du noch einmal Verstoß gegen die Ruhezeiten machst, dann gibt's Lack, aber richtig Lack. Ich habe jetzt eine Halle, habe ich jetzt. Ich habe LKW gekauft, ich habe immer noch so viel Geld. Ich kann ja abdrehen, oder? Ich kann auch was richtig Geiles kaufen, ey. Ich kann ja dann noch jemanden einstellen. Das ist auch eine gute Idee, ne? Ich habe mal einen Spiegel dran gehalten. Warte mal ganz kurz, was will er jetzt denn? Sie werden müde. Ich will doch jetzt. Ja, jetzt verpiss dich. Hier ist Werkstatt, hier gehe ich erstmal schlafen. In Navi, wurde mein Navi darauf eingestellt? Da komme ich doch her. Hä? Will er mich jetzt verarschen? Nein. Hier schlafe ich jetzt. So, mein Gott, schloppen, schloppen, mein Junge. Fein drüben, fein drüben. So, meine Ruhepause. Tag. Okay. Gregory ist im. Was stand da? Ach, im Arbeit wahrscheinlich. Er ist gut angefangen, der Kollege. Och, nee, geht die Scheiße wieder los, ey. Oh, ist das jedes Mal so? Da wird's ja bescheuert, den Kopf, ey. Das werde ich demnächst mal ein bisschen ausstellen, ne?
weil das nervt. Ist, ja, das mache ich mal versuchen aufzustellen, weil das nervt ja, das übertrifft ja das ganze Video-Gameplay. So, wo ist Luftdruck, Anzeige, Müdigkeit, das können wir ja lassen, Stärke der Bremsen, Simulation der Druckluftbremssystem hat sich erledigt. Ja, so wollen wir das sehen. Ne? Ja, ich glaube, das versteht ihr, weil das ist ja, das nervt ja, wenn ich jedes Mal im Video 100 Minuten dafür brauche, dass das Ding mal losgeht, ne? So, jetzt muss ich erstmal sehen, wo ich jetzt hin muss, mein Auftrag. Warte mal ganz kurz hier, ey. Ey, ich mit meinem Ey immer, ne? Livorno? Das ist mein Auftrag, Stuttgart. Warte mal ganz kurz, ey. Kiel. Was ist das all? Was macht er da? Anzeigen? Nee, 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 nee. Hä? Ich hab doch mein Navi eingestellt. Livorno. Dann fahr ich da doch mal hin. Vielleicht habe ich eben was Falsches gemacht. Das kann natürlich gut sein. So, ich meinte, ja, war ich da gerade eben? Habe ich mich versehen. Komisch. So, meine Lieben, dann geht ihr da mal weg, ne? Okay, dann bin ich erst dran. Bevor du soweit bist, bin ich schnell drüber. Ich mein Hightech-Gerät, ey. Fein. Links aufbiegen ist ganz wichtig. Wenn ich geradeaus fahre, dann ist das Problem ja so, dass ich schon wieder... Ich werde auch immer besser beim Fahren, seht ihr das? So, komm. Ich hoffe, das ist denn, wenn wir auch mal runter eingestellt jetzt. Das habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal nur gemacht. Komm. Wächter. Da bin ich mal gespannt. Spanien waren wir noch nicht in den ganzen Missionen, die wir jetzt hätten, ne? Erstmal gleich mal aufschreiben, wie mein Vogel... Ja, du fahr doch bitte! Was ist denn? Was ist das? Hä? Was war das denn für eine Aktion jetzt? Und Drecksauto, ich flipp aus. Nein, aber das kann ja wohl nicht angehen, das hätte. Ich glaub im Spinner. So, hier nochmal eben hin. War das denn hier? Hier komme ich doch her, du Vogel. Hä, ich hab doch noch ein Navi eingestellt. Was soll das denn jetzt, ey? Das war direkt hier, oder was? Auftrag annehmen. Ah, ich spinne ja, ey. Dann war ich hier und ich bin woanders hingefahren, ey. Immer dasselbe. So, fein. Schaden 5%. Du Spitzer. Warum jetzt schon wieder ein Spahn? Ich hab nichts gemacht, ey. Das bisschen. Das war ja über kein Kratzer, ne? Du bist auch empfindlich, ne? So, sehr schön. Dann haben wir Helfer eingestellt. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe mal, dass er. Ah! Das ging aber nochmal in der Glück, ey. Harijasses. Ich hab Vorfahrt, du Vogel, ey. Ja, die sind aber auch frech hier, du. Naja,
Auto fahren könnte ich auch nicht. Da kann ich auch nicht irgendwo, ne? Da kann ich auch wieder Trecker fahren, wie du hier da den Scheiß machst, du. So, und wenn du da stehen bleibst, ist das los. So, komm. Hier ist auch ein Verkehr, das ist Wahnsinn, ey. Komm, mein Junge, das sag ich dir, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Da 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 da. Ich sag's dir, du musst Gas geben. Ne, hier muss ich drücken, ey. Oh, heftig, was ist denn los? Komme ich ja nie raus, ey. Naja, was soll man da noch sagen, ne? Komisch, das Auto, der vor mir steht, dass er nie in den Sprung kommt, ne? Hier, ja, mit 7 Autos passen dazwischen, ey. Da kommt doch nichts, Kenners. Park doch nicht hier, wenn auf dem Fahrbahn. Fahren kann ich aber schon. Satedach, ey, was ist denn hier los heute? Du, ist ein Festival hier oder was? Feierabendverkehr oder was ist das hier für ein Auftrag? Was hier, was die mir alle blockieren, ne? Nee, man muss immer Fuß auf der Bremse, sonst rollt man. Rollen ist doof, nie. So. Oh, ich hab geschlafen. Ich hab grad auf mein SMS gekommen. Weil ich habe heute Birthday und dann kriegt man immer so die ganzen Nachrichten und so alles, ne? Und dann habe ich gerade aufgeguckt und ich war im Chat drin, mein Handy. Dann, ey, ich war total nicht hier momentan. Da tut mir voll sorry und so. Da tut mir nun wirklich leid, ne? So, voll umfahren hier rein. Das machst du schon mal sehr gut, ne? Jeder Fahrschullehrer würde sagen, Heini, perfekt. Keine Bordsteinkante mitgenommen. Sehr schön. Klasse. Das ist aber auch eine riesige Stadt hier. Ich fahre ja schon eine halbe Stunde hier in der Stadt rum. Ne? Wie geil ist das denn? Das habe ich gar nicht mehr so große Erinnerung oder so. Dass die, ne? Dieses Verzwickte, das ist cool. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut gemacht. So. Ich glaube, hier kommen wir gleich aus der Stadt raus, wie es aussieht. Die lange Straße kommt hier, ne? Und wenn ich eine lange Straße sehe, dann denke ich mal so, dieser Straße führt hier aus der Straße raus. Ne, oder aus der Stadt raus. So. Ich erwarte noch einen Anruf von Angie, die mir zum Geburtstag gratulieren will. Dann sage ich, Angie, pack schon mal deine Klamotten. Es geht bald abwärts. Nein, glaube ich nicht, dass der Steinpunkt das schafft. Wäre wünschenswert. Naja, von mir aus braucht keiner von den Vögeln gewählt werden. Aber alles auf jeden Fall besser, wenn sie ihm abgewählt wird. Das ist meine Meinung natürlich. Ne? Jeder hat so eine politische Meinung. Das ist meine Meinung. Und ja. Aber Steinbrück finde ich auch nicht so. Ich hätte gar keinen Kanzlerkandidaten. Ne? Keine, ja, Heini, ja. Ne? Oder Stefan Raab. Siehst du, jetzt aus der Stadt gleich raus. Wie geil ist das denn? Ich habe da doch gesorgt, dass das so geht. Bin auf der Straße fahre hier. Wenn ich keine Linien auf der Straße sehe, habe ich immer ein Problem. Seht ihr das? Denn wir sind immer so ein bisschen. Oh, so, die Straße ist ja breit genug, sehe ich gerade hier. Ne? Wie schnell darf ich hier fahren? Guck. Da gar nichts zu haben. Ich brauche gar nichts fahren. Was machst du
da? Du kannst doch nicht einfach bremsen vor mir. Da waren 100 Meter zwischen Platz da, zwischen den anderen Vorgängern, ey. Wegen solchen Idioten passieren Unfälle, ey. Fahr vernünftig. Das ist echt nicht normal. Immer muss ich schimpfen. Also, ich mach hier im Kart, ne? Ich muss mal ganz kurz mal den Namen aufschreiben von den Fahrer, wie der nochmal heißt. Was haben wir denn nochmal? Firmenmanager, ne? Dann haben wir unseren Garagenmanager. Und dann sehen wir hier mal in Bremen. Und dann sehen wir Ehren hier. Gregory. Gregor. Muss ich aufschreiben für mein Video nämlich. Gregory. Gregory. Naja, ich habe so ein Edding hier zum Schreiben. Ich finde keinen Kugelschreiber. Ah, da ein Kugelschreiber. So, nochmal. Na? Der schreibt auch nicht mehr. Doch. Gregory. Weil im Titel muss ich den Namen erwähnen, will ich. Und dann sagte, jetzt weiß ich, ne, warum du all davon redest, ey. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Ich sage schon mal, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.